Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Spind-Update-Video. Ich habe euch ja schon gezeigt, wie ich diesen Spind hier selber gemacht habe. Selber gemacht in Anführungszeichen. Ich habe den mit der Lisa quasi abgeschliffen, gestrichen und innen habe ich auch ziemlich viel selbst gemacht. Und wie ich das alles gemacht habe, werde ich euch nochmal unten in die Infobox verlinken. Da haben wir eben, Lisa und ich haben da mehrere Videos dazu gemacht. Und ich zeige euch auch, wie ihr so schöne rosane Halfterhalter bekommt. Das werde ich euch alles nochmal in die Infobox verlinken. Heute, wie gesagt, das Thema ist ein Spind-Update. Das haben sich ganz viele von euch gewünscht. Deshalb mache ich das Ganze auch für euch. Wir starten, würde ich sagen, oben. Da habe ich einmal zwei Boxen. Die Boxen habe ich, glaube ich, bei Hagebaum mir gekauft. Gibt es auch günstig bei Ikea zum Beispiel oder bei Kik. Hier habe ich einmal Pferdepflegeprodukte drin, unter anderem zum Beispiel Melkfett, ich habe auch Biotin drin und zum Beispiel Birkenwasser, Handtücher, frische, die habe ich alle da oben reingetan. Was ich daneben habe, ist die Stallapotheke. Da kann ich gerne auch nochmal ein Video dazu machen, was ich da alles drin habe. Wie ihr zum Beispiel schon erkennen könnt, da oben sind Handschuhe drin. Dann habe ich hier eine Pferdesalbe, ein Blauspray bzw. ein Silberspray und ganz viele verschiedene Sachen. Unter anderem natürlich, was auch super wichtig ist, ein Fieberthermometer. Ich finde, das passt oder das gehört überall in eine Stallapotheke rein. Dann daneben haben wir was für mich bzw. für uns, für die Stallmädels. Schokoriegel. Ich liebe einfach Kinderriegel. Dann habe ich so einen Ball, mit dem die Pferde spielen können. Und mein Wasser. Dahinter habe ich nochmal eine Müslischale und dann kommen wir gleich an die Seite. Und zwar habe ich da einen Gärtenhalter. Und dieser Gärtenhalter, der ist von Crema. Ich fand, die Farbe passt da richtig gut dazu. Und ihr seht, also es haben richtig viele Gärten Platz. Und was auch echt toll ist, also der funktioniert super easy. Man klippt dann einfach hier so die Gärte dran. Und es hält und ich finde es einfach richtig schön und richtig ordentlich. Dann kommen wir zu meiner vorderen Seite. Hier habe ich zwei Halfterhalter in rosa, wie ihr sehen könnt. Die habe ich, wie gesagt, selber gemacht. Also auch selber angesprayt und alles. Aber das werde ich euch, wie gesagt, unten in die Infobox verlinken. Hier hängt meine andere Fliegenhaube, die habe ich hier hingehängt. Dann habe ich hier ein paar Produkte, die ich jetzt gerne testen möchte. Verrate ich jetzt noch nicht allzu viel, sind ein paar Produkte von Derby, die ich testen darf. Unter anderem so Pflegeutensilien. Darunter habe ich ein Halfter mit zwei oder drei Stricken, besser gesagt. Falls mal einer verloren geht, ich meine, Stricke kann man nie genug haben. Und das ist das erste Eskadron-Halfter, was ich je gehabt habe. Das habe ich nämlich auf Instagram gewonnen. Da bin ich immer noch total happy damit. Den Pferdekopf, den goldenen, den habe ich hier bekommen. Da hat mir die Christina den angeschraubt und der schaut einfach so schön aus. Was mir allerdings nicht so gut gefällt, sind diese silbernen Haken jetzt hier. Also da muss ich jetzt einfach mal schauen, wie ich das in Kombination mit diesem Gold hier finde. Ansonsten werde ich einfach diese silbernen dann abschrauben und einfach mal gucken, vielleicht kann ich die auch wieder nach drinnen versetzen. Und ja, hier hängt nochmal ein Halfter von der Fauni. Das ist einmal das Eskadron-Halfter und ich habe das einfach heute da drüber gelegt, weil ich nämlich heute die Fauni in der Früh longiert habe. Und das ist nämlich mein Kappzaun. Der ist von das Equi-Team. Das habe ich mir selber zusammengestellt. Also da könnt ihr euch ja die Farben auch selber zusammenstellen. Und ja, wie gesagt, da habe ich mich hier für so eine braune Variante entschieden und natürlich darf rosa nicht fehlen und vor allem dieses wunderschöne Neon-Pink. Ich finde das einfach unglaublich schön. Fauni kommt uns gerade besuchen. Was macht sie? Bieseln wahrscheinlich gleich. Da hinten ist nämlich so eine Bieselstelle. Nee, doch nicht. Sie kommt uns besuchen. Oder? Nee, keine Lust, uns besuchen zu kommen. Naja, auf jeden Fall habe ich hier so einen Beutel, weil den habe ich immer verwendet an meinem alten Stall. Da habe ich nämlich immer meine Longe reingetan und den Kappzaun und habe dann unten auf dem Sandplatz das quasi geändert. Also was ich mit dem jetzt noch mache, weiß ich noch gar nicht. Ja, die Longe, die muss ich noch aufwickeln. Die habe ich heute halt auch nicht aufgewickelt. Kann ich auch dann gleich noch machen. Und so schaut der Spind jetzt halt mal von außen aus. Und wie gesagt, oben stehen eben zwei Boxen und so ein bisschen Kram von mir. So, Fauni schaut jetzt gleich hier von der Seite rein. Hallo! Ja.
Auf jeden Fall kann ich jetzt einfach mal hier den Schrank aufmachen. Dann können wir gleich hier mal zu dieser Seite kommen. Hier habe ich einmal diese wunderschöne Tafel. Das ist so eine Magnettafel und da habe ich meine Riemen, meine, ja, für meine Trense hier dran geheftet sozusagen, weil die halten hier ziemlich gut. Dann habe ich hier meinen Halsring reingetan. Und dann habe ich hier diese drei pinken Kästchen. Hier habe ich einmal Geld und zwar für den Hufschmied. Der kommt jetzt dann bald. Dann habe ich hier meine Handcreme. Ich habe das euch schon mal gezeigt, was ich hier alles habe. Labello habe ich hier. Du kommst hier nicht rein, Fauni. Fauni probiert hier immer durchzukriechen, aber sie schafft es nicht. Dann habe ich, falls ich zum Beispiel ein Date habe oder irgendwo mal schnell hin muss, ohne Haare zu haben, habe ich hier von DM diese Fusselrolle mir mitgenommen. Hier habe ich den Stift für meine Spindwand, falls ich was draufschreiben möchte oder so. Jetzt habe ich gerade den Stift aufgemacht, jetzt muss ich den wieder mit einer Hand irgendwie zumachen. Eine Schere habe ich hier drin. Dann habe ich hier einen Gurt für meine Abschützdecke. Von der Lisa habe ich den mal geschenkt bekommen und zwar ist es so ein Marienkäfer, wo man die Haare mit wegmachen kann. Es bleiben schon Haare drinnen, aber alle Haare kriegt ihr leider nicht damit weg. Dann habe ich hier noch einen Pinsel. Mit dem pinsel ich dann manchmal die Füße bzw. die Hufe von Faunita ein. Dann kommen wir hier zu meinem Gummihammer. Den verwende ich immer für meine Hufschuhe. Dann haben wir hier einen Frauenpower-Maßstab, Meterstab. Hier habe ich nochmal so ein kleines Meterband. Das kann man halt, das ist flexibel, das kann man biegen. Dann mein Licht. Das ist beim Umzug leider abgefallen. Da muss ich einen neuen Aufkleber bzw. Kleber hier besorgen, damit es dann wieder hält. Und dann habe ich hier diesen wunderschönen Schraubenzieher, ja, den ich sicherlich irgendwann mal verwenden werde. Dann hier unten drunter habe ich meine Hufschuhe und meine Bandagen. Die Hufschuhe, das sind die Easy Boots, die Gloves und die mag ich total gerne. Und die habe ich auch regelmäßig an, wenn ich halt weitere Strecken gehe, beziehungsweise viel auf der Straße umhergehe. Dann habe ich hier meine Doppellonge drinnen. Dann habe ich hier sonstige Pflegeutensilien drin. Das sind zum Beispiel hier Lederpflege oder Ledertücher. Also die habe ich ja bei DM mir gekauft. Da hinten sind die. Das sind so super schnelle Tücher, die ihr schnell mal verwenden könnt. Dann habe ich hier Schnickschnack. Da sind zum Beispiel ja die Öhrchenmützen drinnen. Dann habe ich von Derby den Horslicks hier drinnen. Und ja, hier habe ich meinen Helm. Dahinter habe ich nochmal meinen Helm und mein Mähnenspray. Dann kommen wir zu diesem wunderschönen Türgriff. Ist der nicht süß? Ich feiere den immer, wenn ich den aufmache. Ich finde den so niedlich einfach. Auf jeden Fall machen wir da jetzt mal auf. Hier seht ihr, ist ein bisschen Chaos, aber ist nicht so schlimm. Mich fressen gerade die Fliegen an, deshalb schlage ich die immer so ein bisschen weg. Deshalb wackelt das so. Also ich habe hier zweimal so Leckerli-Büchschen. Dann habe ich hier Taschentücher, mein Stirnbandel, die Handschuhe habe ich da drin. Und noch so ein paar Kleinigkeiten. Diesen Aufkleber, ich weiß nicht, aber ich muss den endlich irgendwann mal überkleben. Ich brauche da einen schönen Aufkleber, weil der ist furchtbar, finde ich. Der ist richtig schlimm. Ich leiste mir Gelassenheit. Ich meine, klar, die leiste ich mir jeden Tag, aber das muss ich jetzt hier nicht immer lesen. So, dann haben wir hier so ein paar Pflegeprodukte drin. Ich habe hier mein Huffett drinnen mit dem pinken Pinsel. Trage ich das der Fauni auf. Hier habe ich Ringelblumensalbe drin von Cedian, das Hufpflegespray, was richtig cool ist, weil das sprüht ihr einfach drauf. Das hat hier so einen Sprühkopf und dann könnt ihr das nochmal kurz mit dem Pinsel verteilen. Dann habe ich hier das natürliche Hautlotion-Gel von Cedian und dann kommen wir auch schon hier hoch. Hier habe ich nochmal so ein kleines Säckchen. Hier drunter ist nochmal Fliegenspray, einmal Bremse, Bremse, was auch richtig gut ist. Das nehme ich immer beim Ausreiten her. Und hier habe ich dann nochmal, das ist leider leer, das ist der Bremsenblocker, das muss ich noch wegschmeißen. Und ja, dann können wir auch schon die nächste Tür öffnen, und zwar diese hier. Und dann fällt die nämlich schon hier auf. Da oben habe ich meine Bandagierunterlagen drin und ein paar Bandagen. Hier habe ich auch nochmal Bandagen drin, die schwarzen. Und von Gin Stirrup meine pinken Steigbügel. Ich habe jetzt momentan die schwarzen drauf, aber ich switch die ja immer. Und meine süße Pummel-Einhorn-Brotzeitbox. Ja, dann können wir hier auch wieder zumachen. Hier seht ihr meine Schabracken. Das sind längst nicht alle, das wisst ihr alle. Und oh je, mir ist gerade hier eine runtergefallen.
Die hängt nämlich sonst da oben auch. Auf der linken Seite hier habe ich meine Trensen und hier seht ihr auch meinen Glitzerhalter. Ach, ich liebe den einfach. Und hier habe ich drei Trensen. Einmal meine normale Trense mit Gebiss. Hier drunter habe ich nochmal diese wunderschöne braune mit Gebiss. Habe ich schon ewig nicht mehr angehabt. Eieiei, die muss ich mal wieder anziehen. Hier mit dem Magic Tech Stirnriemen. Und dann meine wunderschöne gebisslose Trense. Ich liebe die einfach. Und hier habe ich auch mein Seelenpferd von Soul Horse. Und ich finde die so, so schön. Ich liebe die auch allein schon wegen dem Stirnriemen. Den habe ich mir bei der Pferd International gekauft. Und die habe ich mir komplett selber zusammengestellt, die Trense, und habe hier dieses Glücksrad von Löstau und mit der bin ich super zufrieden. Also das ist meine absolute Lieblingstrense. Und dann habe ich hier unten nochmal ein paar Halfter hängen, also zwei mit so Teddyfell. Ich weiß jetzt leider nicht, ob das echt ist, ich glaube aber nicht. Die beiden sind, also das ist von Felix Bühler, das blaue ist schon 2 Jahre alt, das habe ich bei Crema mal gekauft. Und dann habe ich hier noch eins von Eskadron. Und zu guter Letzt kommen wir hier nochmal ganz runter. Hier habe ich meine Stiefel drin stehen. Dann habe ich hier nochmal ein Insektenspray, das ich mir auch gerne drauf mache. Das könnt ihr nämlich auch an Menschen drauf machen. Meine Putzbox habe ich hier. Und dann habe ich hier noch ein paar Stricke, falls mir die Stricke ausgehen. Und neues Putzzeug. Weil ich wechsle ab und zu mal mein Putzzeug durch. Und deshalb habe ich da so neue Putzsachen auch noch drin. Ja, so schaut mein Schrank aus. Ich hoffe natürlich, mein Schrank gefällt euch. Schreibt es mir gerne mal, ob ihr auch so einen Schrank habt oder habt ihr vielleicht nur einen kleinen Spind. Da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst, wie ihr es auch findet. Gerne auch einen Daumen nach oben. Da würde ich mich natürlich wahnsinnig drüber freuen. Und ja, ich hoffe, ihr habt mich schon abonniert. Falls nicht, dann abonniert jetzt. Abonnieren ist natürlich kostenlos. Und wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder. Tschüss!